Da sind wir wieder. Witze City. Hey, yo, get out, man. Ja, ich hatte eigentlich vor, jetzt mal geschwind hier mir das Bike mit dem Chopper zu klauen dort. Boom, voll in der Phrase. Und dann hier rüber dorthin zu gehen und mir die Shotgun zu holen, die dort rumgammelt. Bang. Okay. Gras fahren und dann. Das sei ein Amateurrad. Funktioniert nicht gut. Oh. Wow. Oh. Fast hätte ich die Polizei überfahren. Die Bullerei. Also schreibt mal bitte auch in die Kommentare, welches euer Lieblings-GTA ist. Mich würde das immer sehr interessieren, weil GTA spiele ich so gerne. Lieber als Max Payne, und Max Payne ist eigentlich mein Lieblings-Third-Person-Shooter. Wahrscheinlich wird dann meistens nur so, ja, GTA 4 ist mein Lieblings-GTA, was ich nicht nachvollziehen kann. Weil 3 und Vice City sind tausendmal besser. Selbst auch der olle San Andreas da. Boah, meine Fresse, irgendwie habe ich es total verlernt, mit so einem Freeway zu fahren. Ich glaube, ja, dort müsste der Schlagring. Nein, doch nicht. Ja. Wir müssen einen Schlagring holen, weil Schlagring, damit verprügelt sich's besser. Also nochmal zu diesen 100%. 100% dauert wirklich lange. Also das ist nicht so kurz gemacht in 2 Wochen oder so. Nee. Ja, 2 Wochen schon, also wenn ich da wirklich durchsuchte, wo ist der Schlagring, bitteschön, dann dauert es nicht so lange wie 2 Wochen. Aber es ist halt auch für manche wirklich langweilig, weil da gibt es nicht nur jede Folge dann eine Ballonmission, sondern da muss man sich dann mal durchfahren und schauen, ja, wie sieht es denn aus. Da ist er endlich. Und ich glaube, soll man die Kettensäge behalten oder nehmen wir lieber ein Messer oder so? Ja, ich glaube, wir behalten die Kettensäge. Weil da gibt es einen Baseballschläger und da hinten, glaube ich, noch irgendwo ein Messer. Nein. Yo. Boah, Mann, das ist so eine scheiß Mischung. Da regnet und Wasser und nichts. Ah, nee, ich möchte die Mac behalten und Päckchen suchen möchte ich jetzt hier auch nicht. Also ich mache keine Päckchensuchfolgen, darauf könnt ihr euch gefasst machen, dass ihr das nicht macht. Aber die ganzen Nebenmissionen, die werden wir machen, auf jeden Fall. Die meisten. Weil die werden immer außer Acht gelassen, wobei die einer der lustigsten Sachen sind im ganzen Game. Die Geschworenen. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Farelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out. I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. Oh, no. I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Hooray, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Naja, ich habe aber eine Kettensäge. Ich glaube, wir behalten unsere Kettensäge. Wir nehmen aber den Glendale hier, weil ich habe
gelesen. Also ich habe ein Video eigentlich davon angeschaut, dass der anscheinend ziemlich gut sein soll und gegenüber irgendwas der kann eigentlich nicht kaputt gehen, aber so wie es aussieht, habe ich den gerade kaputt gemacht. Ihr müsst mich auch verstehen. Das Fahren vor der Kamera ist schwer. Wieso funktioniert jetzt? Irgendwas, irgendwie heute, ja, ich bin immer noch beim gleichen Aufnahmetag. Und boah. Irgendwas funktioniert da nicht mit dem Radio. Jetzt funktioniert es halt nicht. Wahrscheinlich funktioniert es nachher wieder und dann funktioniert es wieder nicht. Ja, ein Desaster ist das. Wir machen uns einfach mit der Mission. Wir können es eigentlich auch auf die normale Variante machen. Aber da wahrscheinlich fast jeder schon dieses Spiel gespielt hat, eigentlich fast jeder, die meisten auf jeden Fall, machen wir das so. Wir schrotten das nicht, sondern lassen es explodieren. Und mit was? In der letzten Folge habe ich die Granaten hier, glaube ich, eingesammelt. War es in der letzten Folge? Das sollte irgendwann mal gewesen sein. Ich glaube aber, die andere Sache, beim anderen Typen, also da müssen wir jetzt auch noch hinfahren, können wir das nicht machen, weil die dürfen ja nicht sterben und dann geht das eins. Habt ihr das gesehen? Vor ein paar Tagen kam ja auch ein ganz neues Open-World-Spiel von Gameloft da, dieses Gangster Vegas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das am Release gekauft und habe es auch erstmal gespielt. Aber das ist abnormal, wenn die Gegner ein ganzes Magazin aushalten. Oder? Ja, also ich finde es auf jeden Fall abnormal. So was hat. Das hört sich ja schrecklich an, wenn es nur die ganze Zeit macht. Okay. Ja. Ich bin ja eigentlich echt glücklich, dass Forever Player nicht mehr dabei ist, weil er ist immer nur am Rummeckern. Und das ist, ich finde es echt schrecklich. Wenn immer nur jemand die ganze Zeit am Rummeckern ist, dann ist es wirklich nicht angenehm. Zum Beispiel in der letzten Woche, wo wir dann diese Ferien haben, also Sommerferien, machen wir noch so Projektwoche Scheiße da. Und mit dieser Projektwoche müssen wir uns dann spezielle Themen aussuchen. Und Forever Player hat sich da das Thema ausgesucht und er hat es nicht bekommen und ist immer nur am Rummeckern, verstehst du? Verstehst du, sag ich auch noch. Versteht ihr? Und jetzt funktioniert das Radio wieder. Super. Und ja, ich finde zum Beispiel sowas ist wirklich ungemütlich, wenn man immer nur am Rummeckern ist. Ja. Ich verstehe ihn nicht. Sollen wir noch eine Mission machen, oder? Also mal jetzt noch. Ja, wir machen jetzt diesmal eine kurze Folge, tut mir leid. Naja, bis wir dort hinten sind mit dem Roller, dauert das ziemlich lange. Ja, er ist halt immer nur am Rummeckern und wenn ich dann irgendwas mache, was ihm nicht gefällt, meckert er herum. Und wenn er was macht, was mir absolut nicht gefällt, was er eigentlich jeden Tag macht, meckere ich halt wieder rum. Sonny, money, don't worry.
Wo geht da du rein? Nein, hier doch nicht. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und...